Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal sind wir hier ins kuchencremige Wunderland gereist, in den Kreis der Schwelgerei. Haben hier Brotgegner vor uns. Und davon bekämpfe ich jetzt direkt mal ein. Aber vorher, ich habe mein Team ein bisschen umgeändert. Auch was das Zubehör angeht, habe ich das mal neu zugeordnet. Beispielsweise dem Tanzsandentäter hier habe ich die Sternstaubohrringe gegeben. Und Maiso, da er Wupp hat, auch mal das hier mit der Gelehrtenbrille. Weil das ist ja abhängig vom Weisheit, wie gut es trifft. Außerdem habe ich noch vor dem Kampf hier Punkte zu verleihen. Mich einmal hier im Sanitäter. Und hier, genau, bei der Märtyrerfähigkeit am besten. Obwohl das ja auch nicht gerade schlecht wäre, wenn er Schwächung hat. Ansonsten hat keiner Talentpunkte über die Synthese mitgenommen. Dann bekämpfen wir mal das Brot und danach gibt es die Einträge, die ich beim letzten Mal noch nicht vorgelesen habe. Ich sehe nur Brote. Schleimhörnchen. Ob die wohl schmecken? Ja, die Level 1er, die waren natürlich kein Damage, ne? Die habe ich eigentlich zum Training mit in die Vorderreihe gerade genommen. Zum Anwerben ist das unpraktisch, deswegen ende ich das eben kurz. So, hab jetzt mal welche genommen, die ich nicht synthetisiert hatte. Nehmen wir trotzdem nur 25%. Ja, und diese 25% haben nicht ausgereicht. Na gut, dann hole ich die Level 1er wieder nach vorne. Und dann spreng ich die einfach kaputt. Ich spreng die kaputt, stärke meine Verteidigung und ich versuche einmal Wupp. Vielleicht klappt Wupp ja. Zumindest die Mega-Stärkung funktioniert super. Pupp hat funktioniert. Einer instant tot. Angriff. Oh, Raserei. Nein, ausgerechnet die Starken schlafen. Nächstes haben wir den Schleimstopfer zweimal eingesetzt. Hat unser Sunny schon Ding Dong? Er hat einen Ding Dong. Aber es ist halt Verlähmung. Ich brauche was gegen Schlafen. Habe ich irgendwas, um Schlaf zu wecken? Ich habe Riechsalz. Das mache ich zumindest bei Bampu. Unser Vampo hat zumindest so angegriffen. So, nur noch ein Hörnchen ist da. Mach doch nicht Säuse bei einem Gegner. So, Schleimhörnchen besiegt. Es besteht das Glück, eventuell, dass sich einer so anschließt. Boah, erstmal 6 Level-Ups. Da habe ich wieder ein paar Begabungspunkte. Interessiert mich hier weiter zu investieren? Ja, für Mega-Schwächung. Der Entzauberer interessiert auch. Und ich habe Glück, das Schleimhörnchen schließt sich uns so an. Roti. Süßholzraspler, was kann denn Süßholzraspler? Ah, dieses, diesen süßen Odem hat es noch. Das macht ein kreatives Comeback. Oh, das wäre eigentlich eine nice Fähigkeit. Wie versprochen, gibt es jetzt aber erstmal die Einträge.
angefangen mit dem Schleimhörnchen. Diese Monster entstehen, wenn Schokoschleime sich vom verlockenden Duft leckerer Gebäcktaschen dazu hinreißen lassen, hineinzuschlüpfen und anschließend hoffnungslos darin feststecken. Der Miaugier. Eine Katze, die nach 100 Jahren Zaubern lernte und ein neues Leben als Magier begann. Allerdings stürzte sie sich immer noch reflexartig auf Menschenfüße, die unter einer Decke hervorragen. Und der Wolkenketzer. Bei diesem Wesen handelt es sich um lebendige Wolken. Das Wetter spielt ihnen oft Streiche. Und an sehr windigen Tagen sieht man manchmal einen Wolkenketzer auf Abwegen am Himmel. So, nächste ein, zwei Einträge macht Noah und danach noch drin. Ich mal wieder als erstes, yay. Das ist ein Sandsack. Auf Baustellen zurückgelassene Sandsäcke, die in Monster verwandelt wurden. Sie spielen für ihr Leben gern Streiche, besonders, indem sie Sand an Orten verstreuen, wo man ihn am wenigsten finden möchte. Als nächstes der Hexerkloß. Diese kleinen Klopse waren früher mächtige Zauberer, aber ihr borniertes Streben nach magischen Spitzenleistungen brachte ihnen ihre bodennahe teigige Gestalt ein. Dann bin ich wohl jetzt dran. Das ist ein Schwan-Druid. Diese geflügelten Mordmaschinen wurden ursprünglich konstruiert, um Gefangene zu verhören. Mit hochfokussierten Schallwellen und der hypnotischen Wirkung ihrer kundebunten Federn bringen sie die Wahrheit ans Licht. Und als nächstes der Tanzteufel. Diese höllischen Hopser haben blaues Monsterblut und gewinnen bei jedem Tanzwettbewerb, an dem sie teilnehmen. Den Hauptpreis, vielleicht weil kein Preisrichter ihre dämonischen Väter verärgern will. Das kenne ich nur zu gut. Mein Dämonenvater war auch so. Jedenfalls bist du jetzt wieder dran, Shining. So, das waren dann jetzt alle Einträge, die ich jetzt nachholen musste. Wir haben hier ja auch noch das ein oder andere Monster anzuwerben. Wie zum Beispiel die Flattermaus oder die vier, die hier noch auf der Ebene rumstreuen, beziehungsweise drei, weil eins davon so ein Gigantomonster wieder sein wird. Ich glaube, der Schneegnom wäre hier übrigens nur bei Winter gewesen. Aber das erklärt sich ja von selbst. Warum macht mir dieses Gebiet Hunger? Gehen wir mal ein bisschen umschauen. Da haben wir doch ein neues Monster. So, ich mach mal erstmal preparen. Also vorbereiten. Einmal wollte ich es schwächen und mich stärken. Ja, der Tanzteufel, der macht einfach gar keinen Damage. So, den Bestie ein bisschen verteile ich schon mal. Das Gute ist, sie machen mir auch keinen Damage. Okay, ich habe die Abwehr reduziert. Das macht es ein bisschen leichter. Ach komm. So. Ich heile meinen Dino. Und der ist tot. Ich wollte die Katzen hier umnieten. Der hat jetzt einfach so den Angriff gemacht. Zum Glück schließt sie sich uns so an. Er erinnert mich an meinen Kater, den ich verloren habe. Deswegen nenne ich ihn Merlin. Er ist ein Schwächer. Er hat sämtliche Schwächangriffe drauf. Okay, damit fehlen nur noch ein paar. Nur noch drei bzw. vier hier. Mit den großen lege ich mich an, sobald ich mal ein bisschen stärkere Monster habe. Dann würde ich auch versuchen, die mal anzuwerben. Auch wenn die Chance, dass ich das schaffen würde, sehr gering ist. Wo man schon von großen Monstern redet, da ist es. Den Kampf brauche ich nicht versuchen, den verliere ich. Okay, ich kann nicht über den Donut klettern. Wurde vermerkt.
Ich habe irgendwie das Verlangen, jeden Meter was zu essen. Ich sehe jetzt hier aber gerade keine neuen Monster. Nee, bist auch nicht neu. Also ich könnte einmal auf gut Glück versuchen, die anzuwerben. Die eine. Ja, können nur hier rüber, ne? Falls da gerade gleich eine Sequenz kommt, packe ich mich mal aus dem Bild. Ich lande hier drüben auf jeden Fall bei der Kiste. Von hier aus kann ich ja direkt runterspringen. Wieder ein paar saftige Level-Ups. Und auch ein paar Begabungspunkte. Dann vergeben wir die Begabungspunkte mal direkt. Ich hätte gerade eben aus Versehen direkt weggedrückt. Die Stärkung, die habe ich schon. Hier will ich halt so weit investieren, dass ich auf jeden Fall die Mittelheilung habe. Die Selbstlosigkeit, die wäre für mich nicht wirklich positiv. Okay. Hier Märtyrer weiter zu investieren lohnt sich auch nicht. Hol ich mir lieber die Schwächerfähigkeiten. Den Zauberer will ich auf jeden Fall leveln bei Boing. Boing schmeißt alle Zauber zurück. Ich sehe eine Kiste. Magiesamen. Dann gehen wir mal in Schloss Schleckermaul rein. Das ist ein schönes Bild. Honighausen heißt es hier. I'm Eileen, but it's my best friend Duffer who's in deep water. He's going to be executed. They say it's because he summoned the Unspeakable One, but there's more to this than meets the eye. Please, okay. You have to save Duffer from Raph. He's the big hit around here. Oh, how terrible. So what do you think? You're going to help Eileen, aren't you? Yo. I just knew you'd do the right thing. Right. We've decided to go and see Raph and have him set Duffer free. You will? I can't believe it. You'll find him imprisoned due east of here on Hotcake Heap. Understood. Come on, you two. We've no time to waste. Wo ist der andere? Where's Toylan? Come on. Come on. Where are they hiding the good stuff around here? Huh? Oops. Sorry about that. I'm totally on board with whatever you're planning. Fear not.
Hey, lay off the accusatory glances. I haven't pinched anything. Yet. Die langen Finger passt echt besser zu dir. It's always guilty until proven guilty with you, isn't it? No comment, huh? Fine. Be like that. Right. Now, it's high time we left for Hot Cake Heap. Also auf diesem Professor, ich klau alles, was ich auch nur sehe, muss ich mal echt mehr aufpassen. Was gibt's denn hier im Shop? Ich sollte ein bisschen mehr von dem Riechsalz auf jeden Fall hier mitnehmen. Davon nehme ich mir mal einen 10er-Pack. Ist hier sonst noch irgendwas? Vielleicht was zum kaputt machen? Oder eine Kiste versteckt? Da ist ein Topf. Ich weiß schon mal, ob ich mich umschaue, bevor ich weitergehe. Hallo, Oschleck-Kunde. Meinst du nicht auch, dass unsere Monster die perfekten Zutaten für ein künstliches neues Monster wären? Dem Horoskop nach wäre ein Käseblätter schnell spektakulär als Partner für unser Monster. Aber manchmal macht es ja auch Spaß, von Bewährten abzuweichen, was Neues zu probieren. Dann wollen wir uns mal ans Werk machen. Hä? Oh, ich darf mit dem Synthese machen. Auf den Reisen wirst du andere Monsterzähmen begegnen. Einige von ihnen sind sogar dazu bereit, ihr Monster mit deinen zu kreuzen. Und zwar mittels der sogenannten Monsterpaarung. Wenn ein anderer Monsterzüchter vorschlägt, eure Monster miteinander zu paaren, dann könnte es sich für dich lohnen, auf sein Angebot einzugehen. Das hier, ne... das nutze ich jetzt, ne? Und ich kriege einen Rang E-Monster sogar dafür. Ich könnte meinen Wampendrachen zu einem Schilddrachen machen. Oder selbiges beim Pteranodon. Ich glaube, bei ihm würde sich das sogar wesentlich mehr lohnen. Ja, das würde sich bei meinem Drachen lohnen. Beziehungsweise bei meinem Dino. Ich habe jetzt niemanden, mit dem ich hier eine spezielle Synthese machen könnte, ne? Diese goldene. Nee. Also zumindest sehe ich gerade keine. Warte mal, was sagen die denn noch mal, was am besten wäre? Rede nochmal mit mir. Ein Käseblätter. Vielleicht läuft der Käseblätter ja irgendwie draußen rum. Ich guck erstmal nach, ob da wirklich eventuell so ein Käseblätter rumläuft. Außerdem zeige ich das mir, dass es sich lohnt, ruhig mit die ganzen Leute anzusprechen hier in dem Dorf. Okay, in dem Dorf wollte sonst keiner mit mir eine Synthese machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall die nächste Jahreszeit. Der den kenne ich nicht. Das sind diese Käseblätter, davon soll ich einen anwerden. Dann soll ich eigentlich richtig gut was haben. So, ich versuche ihn erst zu schwächen. Hat funktioniert, aber wahrscheinlich zu früh. Nee, es lebt noch. Okay, dann versuche ich den jetzt anzuwerben. Ich nenne ihn einfach Shedder. Ja, dann geben wir den mal direkt synthesieren mit diesem Kreiselschleim. Kriege ich einen Sternchenschleim. Der ist auch golden. Und die Werte, die sehen auch sehr gut aus. So, Armor. Ich kann halt mir leider nicht im Vorfeld angucken, was die Fähigkeiten sind. Steinige Klinge klingt auf jeden Fall gut.
Energiestups gibt halt jeden Angriffsboost. Stärke wäre auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich nehme dann noch Armor. Star Lima. Ich glaube, dich nehme ich auch direkt in die Gruppe auf, tatsächlich. Könnte ich dann später mit meinem jetzigen Sunny dann fusionieren. Ja, ich nehme dich mal statt dem Tupfenschleim. Danke, ein Hoch auf das glitschige Paar. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Ich hoffe, das Kleine wird dir viel Freude matschen. Einträge. Sternchenschleim. Diese funkelnden, stacheligen Schleime stammen angeblich von jenseits der Sterne. Dass sogar ihre Haut süß ist, wird damit erklärt, dass sie Zucker noch in naschen. Okay. Komische Aussprache. Dann noch die Naschkatze. Diese sorglosen Kätzchen sind wegen ihrer Schlabberzungen und ihrer schicken Streifen bei vielen beliebt. Ihr Fell ist herrlich flauschig. Aber man sollte trotzdem nicht versuchen, sie zu streicheln. Und der Käseblätter. Verrufene Fondue-Fans, die nichts anderes im Kopf haben, als sich noch mehr Käse einzuverleiben. Diese unbelehrbaren Zechbretter scheinen jedes Mal ungeschoren davonzukommen. Egal wie voll sie sich stopfen, ihre Flucht läuft wie immer wie geschmiert. Das glaube ich euch. So, hier fehlen mir jetzt nur zwei Monster noch. Und gerade ist hier so ein Spezialwetter wieder. Das regnet Süßigkeiten. Stimmt, ist gerade ein spezielles Monster unterwegs, das nur bei diesem Wetter rauskommt. Ich muss mich hier gerade durchboxen. So, wieder ein paar Begabungspunkte. Bei Kai. Ich überlege gerade, wohin ich investiere. Ich werde den Magieknaller haben. Im Sternchenschleim müssen wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen investieren. Ich gebe ihm mal die 3 Punkte für Heilung. Ach, hätte ich gar nicht gebraucht. Böcke lerne ich mal, damit er kämpfen kann. Der Rest geht in Stärker rein. Damit der ordentlich die Gruppe boostet. Hier oben ist nichts. Ich suche gerade das eventuelle Wettermonster. Da ist die Maus. Nicht da. Ich versuche gerade erstmal die Maus ein bisschen zu schwächen und auch die Abwehr zu senken. Komm. Ich habe jetzt 3-mal Schwächen versucht und es hat nicht getroffen. Ich fange das Vieh jetzt so. Haufenfleisch anwerben. Ich versuche es doch nochmal zu schwächen. Die Schwächung hat funktioniert, aber der Mais hat gerade eine Raserei bekommen und deswegen hat das instant umgebracht. Ich krieg die Krätze. Mein Mais hatte auch schon die Schnauze voll davon. Da ist etwas, was nur in dieser Jahreszeit möglich ist. Gibt sonst noch irgendwas in der Richtung? Ganz am Anfang der Map sollte ich eventuell gleich einmal hin. Kiste hier nehme ich auf jeden Fall mit. Ich hätte nur gern die Maus mitgenommen. Ob ich einfach so an der
vorbeispazieren kann? Nee, sie wurde gerade kurz aggressiv. Aber hier ist die Maus nochmal. Die Maus wollte nicht, Leute. Teilweise ist es echt schlimm, die anzuwerben. Ein Amulett der Tatkraft. Hart im Nehmen. Weiß nicht, was das bringt. Hart im Nehmen. Ach so. Ach, Betäubungsresistenz. Ich hätte gern die Maus, aber sie will nicht. Komm! Oh, endlich. Hallo, Ratti. Wölbemacher. Okay, was macht denn dünne Luft? Nach mittlerer Windschaden. Okay, ich sehe auf der anderen Seite gerade noch, dass da frühlingsbedingt, obwohl, nee, ist, sagen wir eher sommerbedingt, dass hier noch was ist. Ach, sommerbedingt kann ich hier hoch. Habe ich hier rüber eine Abkürzung so gesehen. Und da steht einfach instant ein Gegner, der mich hauen will. Okay. Im Norden sehe ich noch eine Stelle, wo ich was hochklettern kann. Ich sehe sogar noch mal was. Ist hier oben auch irgendwas? Ich habe da nur einen Gegner gesehen. So, diesmal ist kein Gegner hier. Ist aber auch generell nichts. Und wieder ein paar Level-Ups. Und ein paar Begabungspunkte. Ja, ich investiere hier mal. So, vielleicht darf ich jetzt da hoch. Sehe jetzt auch nichts weiter, wo ich sonst noch hochklettern könnte oder müsste. Deswegen kralle ich mir hier jetzt die Kiste, nachdem ich den fertig gemacht habe. So, wieder Level up. Zumindest einer. Ich will die Mega-Schwächung haben. So, ich wollte mir die Kiste hier krallen. Und hier machen wir dann jetzt auch endlich für heute Schluss. Part ist bei mir jetzt schon bald lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!